Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Bit by Sleep. Im letzten Part ist uns Vanitas kurz dazwischen gekommen. Und ich glaube, der wartet auf uns noch. Mal gucken, was da jetzt noch so passieren wird. Oh Mann, meine Nase juckt übel. Scheiß Erkältung, Alter. Furchtbar. Where's he hiding? All right. What did you mean about Terra being a different person? Exactly what I said, idiot. The Terra you know will be gone forever. That's the stupidest thing I've ever heard. Stupid or true? A keyblade? Good. Let's see what you're made of. Hey, wir dürfen gegen Vanitas kämpfen. Ja, den schaffen wir doch, Leute, oder? Ich würde schon sagen, den machen wir kaputt. Okay. Too slow. Komm. Ich mache ich noch kaputt. Hey, wieso ab und zu mal zieht ein Hieb mal nichts ab? Das ist voll behindert. What the fuck? Was war das? Hm, okay. I'd be going against the master's orders, but so what? As far as I'm concerned, your job here is done. Don't worry, you're safe. Keyblades are not something you use just to bully somebody around. Here, I'll show ya. We both will. Huh? Hm. Fucking Mickey. Oh, wie geil. Wie geil. Darf ich nicht mit Mickey spielen? Scheiß auf Ventus, ich will mit Mickey spielen. Mickey ist doch viel cooler. Der kleine Yoda von Kingdom Hearts. Mann, ich feier den übel. Keine Ahnung, bin ich der Einzige, der das eigentlich so sieht? Ich mag Mickey einfach, Mann. Ah, Vergiftung hat geklappt. Okay. Verdammt, das konnte ich jetzt nicht blocken. Ah, da fällt mir ein, ich habe ja dieses neue Eisteil. Mal gucken, wie viel das abzieht. Ja, wenn es besser getroffen hätte, wäre es vielleicht nicht so scheiße gewesen. Okay. So, jetzt hat das gerade noch Mickey abgesehen, ja. Ah, cool. Gotcha.
Okay. Den haben wir geschafft. Oh, maximal Leben gestiegen und Deckgröße. You win. Consider yourself on probation. Probation? For what? Thanks for before. I owe you. The name's Ventus. What's yours? I'm Mickey! I see you've got a keyblade. Yep. I've been training under the great Yun Sid. He found out the worlds are in trouble, and I sort of took off without telling him. Well, that makes both of us. I ran off too. All I have to do is think it, and the Star Shard will take me anywhere I want to go. At least I thought it would. I haven't quite got the fine points down, like when or where. It just kind of kicks in whenever it wants to. But I wouldn't have met you if it hadn't brought me here. You know, it might not be an accident. Maybe it starts working because it's reacting to something. Hmm? Huh? Oh! So, das war der kurze Abstecher mit Mickey. Fucking King Mickey. Und ja, machen wir gleich mal weiter mit Radiant Garden. Oh, jetzt kommt ja Lee. Lee kommt ja jetzt. Und jetzt sehe ich nochmal, wie Sykes sein richtiger Name war. Verdammt, ich weiß den nämlich nicht mehr. Mickey? Dann folgen wir gleich mal Mickey, hä? Oder reden wir vorher noch mit Onkel Dagobert? Mal gucken. Hier kommen jetzt erstmal keine Gegner wahrscheinlich, hä? Nee. Okay, wo ist Onkel Dagobert? Oder ist der einfach weg? Ja, ich glaube, okay, da kommt das einfach mal weg. Verdammt nochmal. Egal, Mickey ist hier entlang gegangen. Treffen wir eigentlich mit Ventus auf? Scheiß, Benny Poo. Ah, hier war ich ja noch gar nicht. Bitterra. Okay. Hier müssten ja, Gegner kommen. Alter, wie ich diese Viecher da hinten hasse. Hm.
Ja, leveln muss ich jetzt eh erstmal wieder nicht mehr. Ich habe vorher kurz gelevelt. Eigentlich wollte ich im Radiant Garden erst anfangen zu leveln. Aber da habe ich mir gedacht, drauf geschissen, komm. Auf den Hügel, diesen Berggipfel bei Malefiz, da kommen die Gegner so gut. Also die Fettsäcke auch sehr viele von denen. Und von daher war es da voll gut zu trainieren eigentlich. Ja, das hätte ich mir jetzt denken können, dass ich die Fettsäcke wieder nicht kaputt kriege, so. Ja, richtig geil. Diese scheiß Kugeln, Alter. Dann krieg ich nicht mehr Expert dafür. Das ist das Allerschlimmste. Bei denen brauche ich Antigrav oder Magnetgar oder sowas. Ah, wie krass, Level hochgekommen. Irgendwo sind noch Gegner. Oh, ich darf gerade. Ja, toll. Nicht getroffen. Und der Vogel da hinten ist hängen geblieben, wie ich gerade gesehen habe. Ja, jetzt ist er da. Aber gerade eben sah es aus, als würde er hängen bleiben. Habe ich ihn kaputt? Ja, ich hatte ihn kaputt. Scheiße, aber jetzt kommen schon die nächsten Gegner. Ja, aber wir kommen gleich ein Level hoch. Ist auch nicht schlecht. So. Wie sieht's hier aus? Ach ja, Deckgröße hat sich ja auch einmal vergrößert. Mikra weg. Und jetzt tun wir erstmal Kommandofusion machen. Wenn was geben würde. Es geht immer noch nichts. Ich kotze hier gleich ab. Ich sag's euch, ich kann schon seit der ganzen Weile keine Kombination mehr machen. Egal, jetzt machen wir verwirren. Ja, und Eis. Super. Mehr bleibt ja eigentlich auch gar nicht übrig. Ich muss unbedingt beim nächsten Mokri wieder ein paar neue Sachen kaufen. Geld habe ich ja jetzt eigentlich auch viel mehr. Ja, 1500, guck. Das reicht ja eigentlich für was Geiles. Vielleicht finde ich da wieder sowas wie... Wie bei Terra, diese Acronus Fatali oder wie das hieß. Ice Cream Sticker. Und Ice Cream. Ice Cream Sticker. Ja, da hinten sieht man schon wieder ein paar Gegner. Hat der mir meinen Blitz versaut. Drecksau. Mann, ich hasse diese Viecher übel. Wow, ich konnte mindestens einen von diesen Kugeln killen. Ah, gut. Nicht die scheiß Kugel. Aua. Aua. Ja, Verwirrung bringt es auch nicht, gut zu wissen. Oh Mann, nervtötend. So, gemacht. Die sind ja jetzt alle zeitgleich da, gell? Das sind für die Leute, die das vielleicht nicht gecheckt haben, als sie es damals gespielt haben. Aber eigentlich müsste man es checken. Ah, da ist noch eine Truhe. Ich glaube, da oben ist ein Sticker noch, gell? Scheiße, Cutscene. Hold on. The castle is presently closed. But somebody just came this way. He's a friend of mine. We aren't aware of any visitors.
Now run along home, boy, before the monsters get you. I could have sworn it was him. Huh? They're here! Radiant Garden shall not fall under the likes of you. Yeah. Leave this to me! Yeah. Stop! But you're just a child! Now, who do you think will defend the castle if you two go skipping off? But that boy... Never you worry about him. He's a special case. A what? Evan is right. Lord and castle come first. The boy will have to fend for himself. Which reminds me, his lordship was asking for you. A heart devoid of darkness, stripped clean of it at that. Very questionable. Wechseln heißt also in Wirklichkeit Even. Aha. Kein Wunder, dass ich das vergessen habe. Da hört sich ja Wechseln ja sogar besser an. Evan. Evan. Evan, Evan. What the fuck? Wie hießen jetzt die anderen zwei? Das waren sowieso gerade die zwei nervtötigsten Gegner überhaupt in der Redaktion. Ich frag mich, ob man das auch irgendwann mal sehen, wie die eigentlich so geworden sind. Wer es hier umgebracht hat. Weil man merkt ja jetzt schon, ich nenne ihn jetzt weiterhin Wechseln, gleich, dass ihr das wisst, gell. Das Wechseln ja schon von jetzt schon ein Professor war und er hat ja jetzt auch schon gespürt, dass Roxas, beziehungsweise Ventus meine ich, mein Gott, das wird mir wahrscheinlich noch öfters passieren, dass ich diesen, dass ich den Roxas nenne. Dass der ja getrennt worden ist von der Dunkelheit. Auf was es sich da raus, was da jetzt gemeint ist, sage ich euch nicht. Es spoilert ja natürlich wieder alles. Aber seht ihr ja eh bald. Außer so richtig Kleinigkeiten merke ich aber echt kaum Unterschied zwischen der Final Mix und der Build by Sleep Version. Das wirkt hier jetzt sogar noch viel mehr als eine Geldmacherei. Aber ich glaube, bei Final Mix war das ja auch nicht viel anders. Da war ja auch nicht viel anders. Wo muss ich jetzt hin? Achso, andere Richtung wahrscheinlich, gell? Ich muss ja jetzt dahin, wo Terra auch nachher ist mit Aqua. Okay, ihr nervt mich. Ihr nervt mich jetzt, ihr Scheißgegner. Ohne Spaß, ihr nervt übel. Weiter, weiter geht's. Ich will hier noch mit Radiant Garden fertig werden. Und den Rest nehme ich dann morgen auf. Dann bin ich ja circa bei der Hälfte. Nee, ich bin sogar bei der Hälfte dann. Ach, how dare you. Back off your fiend. You'll not be getting my money. Look out! I will! A moment, laddie. Don't I even get a chance to repay you? Oh, you don't have to. Now just hold your horses. I didn't mean the fortune. Maybe a wee bit of gold or a small token of... Well, could you make it fast? I know. I've just the thing in my hat. Come here. You can tell me, lad, you came here from another world, didn't you? Don't worry, my bill is sealed. Your secret's safe with me. I'm not be asking you any awkward questions. You see, 'tis the same with me. I asked a wizard named Merlin to bring me here from another world. After all, adventure is the mother of industry, eh? Eh? Great. That all? Ach, but I'm holding you up, lad, eh? Here, these are lifetime passes to Disney Town. You'll have buckets of fun there.
or my name is not Scrooge McDuck. There you are. Enough for you and two grown-ups. Ja, ja, die Eintrittskarten. Ja. So, Ether. Ah, dann treffen wir jetzt aber doch Merlin noch, gell? Ja, wahrscheinlich. Hang it all! Can't I get a moment's peace? Mister, get inside. It's not safe out here. Oh, ordering me about. Now that's unsafe. After all, I'm Merlin, the wizard. Another scamp looking to wake the powers inside him, is that it? What? How'd you know? We wizards have a knack for knowing such things. The book is inside on the table. You may have a gander if you like. What book? Buch ist auch so eine Weitergebenschlampe, oder? Ist ja furchtbar. Oh, meine Güte, ich hoffe, das kommt echt nicht mehr vor, dieses Buch. Kann Winnie-Pooh echt nicht mehr sehen in Kingdom Hearts. Hm, da hinten war ein Mokri. Zu dem gehe ich jetzt auch gleich. Ring und so Borgenwald. Ist für dieses Kommandobrett. Was ich euch, wie gesagt, bei Aqua zeigen werde. Bis dahin ist mir das echt viel zu langweilig. Ich will keinen Part verschwenden bei den anderen. Ich werde sowieso bei Aqua ja alles detailliert zeigen. Auch wenn ich weiß, dass in manchen Kisten und Sticker bei dem anderen natürlich anders sind. Aber ich finde es langsam bescheuert, wenn ich alles bei jedem Charakter mache. Das ist übelst langweilig. Es reicht, wenn ich es mit allen mache. Und dann mache ich es halt mit meinem Liebling. Mit meiner Aqua. Aqua. Okay, was haben wir hier? Sportsfreunde. Ausweichreue, Blocken, Rache. Ja, brauche ich alles nicht. Frostwurf. Habe ich. Was? Frostwurf habe ich? Echt jetzt? Wann habe ich Frostwurf geholt? Giftklinge, Eisklinge. Kaufen wir eine Eisklinge auf jeden Fall. Magie will ich auf jeden Fall mehr. Vikra. Komm, ein Vikra kaufe ich mir noch. So. Apropos, wie sieht's denn da eigentlich aus? Hm, perfekt. So gut wie alles fertig. Okay. Warte mal, ich will nicht die angefangene Scheiße hier benutzen. Aha, aha, aha. Warte mal, wieso ist es bei der anders gerade gewesen? Ne, da war es nicht anders, okay. So, Blitzra. Dann nehme ich jetzt Luna-Kristall. Ja, Vitalität, genau das wollte ich haben. So, Eis. Und Eis gibt Eisra. Dann nehme ich jetzt auch den Luna. Heilkunde. Okay, bei Magie kommt Heilkunde und bei Angriff kommt Vitalität. Muss ich mir im Kopf behalten, bei Vitalität will ich noch öfters holen. Ja, nein. Frostwurf, Blitzsturz, Eisklinge und nochmal Vikra. So. Okay. So, jetzt machen wir noch den Bosskampf und dann Finish. Mit Ventus habe ich aber generell gerade, außer in einem versehentlichen kurzen Part, habe ich eigentlich nur lange Parts eigentlich mit Ventus. So, ihr kennt das alles hier, deswegen werde ich das diesmal total ignorieren. Und werde gleich zum Bosskampf gehen.
Nein, interessiert mich nicht. So. Einfach durchlatschen, Leute. Einfach durchlatschen. Habt ihr keinen Bock auf sowas, dann latscht ihr durch. Kommen die mir nach? Oder wieso ist die Mücke immer noch? Ah, scheiß drauf. Wobei, nee, ich glaube, die Truhen sind sogar alle in derselben Stelle, nur die Sticker nicht. Feuerer, cool. Feuerer, Feuerer ist nicht schlecht. Ich bleibe am besten hier oben, weil dann können mich diese scheiß Drehteile hier nicht erwischen. Was das Ganze angenehmer macht. So, noch eine. Supertrank. Ich glaube, Items benutze ich in dem Spiel eigentlich nie. Los geht's mit dem Bosskampf. Mal gucken, wie es jetzt mit Len sein wird, weil ich spiele ja auch Profi. Bei Terra war es eigentlich ziemlich einfach. Jetzt gucken wir mal. Gleich am Anfang an mache ich mal Gefrierpunkt. Ich glaube, Gefrierpunkt hieß das, gell? Auf jeden Fall, ihr wisst schon, hier ist eine Attacke da. Besiegt den Universierten, schaltet zuerst seine Arme und Beine aus. Hallo Aqua. Terra. Pentos. So, gucken wir mal. Ja, leck mich am Arsch. Hat das gerade viel abgezogen. Aha, okay. Ah, okay. was soll man dazu noch sagen, hä? Das ist jetzt schwer zu erklären. Alter, Terra ist aber gleich tot. What the fuck? Was ist denn los mit dem? Wieso anvisiert der ganze Zeit den? Ja, genau. Ich will. Genau. Das wollte ich. So. Ja. Das nenne ich mal der schwerste Bosskampf, den ich ever hatte. Okay. Nur Zyklone lernen. Maximales Leben geschieden. Yay. Got him. We make a good team. Sure do. Oh yeah, I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. He said to... He said to take two grown-ups. You mean us? Listen to me, Ven. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. I'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes? Vanitas. Ven, you let Aqua take you home. No way!
want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do. It might be a different route, but I'm fighting the darkness. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua? I get it. Terra! Just stay put! I'm on my own now, all right? Terra, please, listen! The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. You're awful, Aqua. So now you know the truth. But the Master loves Terra. And you know that too. Were you also ordered to take me home? Aqua, now that you're a Keyblade Master, you've let it go to your head. I'm gonna go find Terra. Okay. So, jetzt will ich eigentlich nur noch im Prinzip zum Speicherpunkt noch gehen. Und ich weiß nicht, ob da noch dazwischen noch eine Cutscene kommt, aber ich glaube, danach sollte eigentlich eine kommen. Deswegen will ich jetzt noch zum Speichern, dann beende ich den Part nämlich erstmal. Und ja, dann chill ich. Dann chill ich erstmal wieder. Ich will auch ein bisschen was vom freien Tag so haben. Nicht nur die ganze Zeit Let's Plays machen. Ist auf Dauer ganz schön anstrengend sonst. Also dann will ich die Parts jetzt hochladen, dass ich sie schon mal verplanen kann. Ah, Feuersturmlauf machen am besten. Kommen wir ein bisschen weiter voran. Ah, Blitzsturz bringt einen nicht so weit vorauf. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt wieder die Ecke, wo ich trainieren kann. Da habe ich ja mit Terra schon trainiert. Weil ich weiß, wir latschen jetzt auf jeden Fall zu Terra, bis der sich wieder verpisst. Das kennen wir ja schon von der Terra-Story, deswegen. Okay, Leute, das war's für den Part. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.